Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Wir bewerten Let's Player Nummer 4. Heute will ich euch einer der besten Let's Player der Welt zeigen. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Livestream-Ankündigung. Ups, sorry, ich habe mich verklickt. Ich meine natürlich eine richtige Legende. Schließt jetzt die Augen und guck, ob ihr ihn an der Stimme erkennt. Dann gucken wir uns erstmal die Rassen durch. Da haben wir die Elfen. Helfende Elfen. Die Gibberlings. Sehen so ein bisschen aus wie verstrahlte Meerschweinchen. Und liebe Zuschauer, habt ihr es erkannt? Richtig, es ist... Hallo Freunde, lasst uns doch mal ein Spiel spielen. Ein Let's Play Together. Wir nennen es Let's Play Together Niederstachen. Und wer zuerst blinzelt, der hat verloren. Und los geht's. 3, 2, 1... Den Namen brauche ich ja nicht zu erwähnen. Beginnen wir mit erstens Stimme. Oh, gute Nacht. Ich frage mich sowieso, was hier am Ende... Es gibt da gar kein Ende, aber ich frage mich, was am Ende ist. Da ist mir gerade der Stuhl umgekippt. Zur Seite gekippt. Ich brauche dringend einen neuen Bürostuhl. Verdammt, hier ist so eine Halterung von der Rückenlehne und die ist schon voll im Arsch, weil das Ding auch schon 1000 Jahre alt ist. Ist natürlich super, wenn man sich beim Let's Play dann so halb auf die Fresse legt. Das, naja, ist dann mehr so semi-professionell, glaube ich. Für diese Orgasmus-Stimme, habt ihr den Wort jetzt verstanden? Egal, dafür gebe ich 9 Punkte, weil in meinen Augen gibt es noch einen Let's Player, der eine bessere Stimme hat. Kommen wir nun zu zweites, Humor. Gleichzeitig machen wir unten noch den Zuschauerraum. Das ist dann wie beim elektrischen Stuhl, da kann man einfach mal gucken, wie die Viecher alle sterben und kann dann so ein bisschen lachen bei Popcorn und Bier mit Freunden. So, ha, guck mal, wie es sich quält, ah, ist so süß, haha. Guck mal, die Augen quillen jetzt raus, es kriegt keine Luft mehr, oh, 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 kutschi, kutschi. Ja, und dann sind die tot und dann, naja. Hallo, na, Spinnimann? Putschu, 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 putschu. Das war natürlich eine super Idee, aber ich wollte einfach mal ein bisschen Action hier reinbringen. Oh, mit einem Erdblock natürlich eine Spinne anzugreifen, ist keine gute Idee. Habe ich schon mal erwähnt, dass es keine gute Idee ist? Also, ich, ja, durch die Landestreifen. Ich frage mich aber, ob die noch böse auf uns ist. Das werden wir gleich rausfinden. Ja, putschu, 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 putschu. Oh, so eine süße Spinne. Die würde ich jetzt am liebsten adoptieren. Vielleicht kann man ja drauf nach Hause reiten. Ui, warte. Ui. 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 Also ich kann die Spinne nicht besteigen. Und jetzt, wo ich das gesagt habe, hört es sich extrem falsch an. Ja, bist du meine Süße? Ja, bist du meine Süße? Ja, du bist meine Süße. Ja, putschu, putschu. Guck mal, wie die spielen will. Die ist voll süß. Hallo. Wer hat noch trockene Unterwäsche an? Für Humor bekommt er 10 Punkte. Macht schon mal 19. Kommen wir nun zur Motivation. Ach du Scheiße. Das Plumpsklo Gottes. Gerade breit genug für die Wurst. Und wenn euch die Eltern fragen, dann sagt ihr einfach, ihr habt Bulimie. Das ist voll, voll modern. Das macht jeder bei euch in der Klasse. Nach dem Essen einfach mal kotzen. Den Finger in den Hals und los geht die Pampe. Das macht riesig Spaß und man kann auch Freunde dazu einladen. Bulimie, Bulimie, ich mag die Bulimie. Schubidu und Schubidi, wir haben alle Bulimie, Baby. Bulimie, Bulimie, wir haben alle Bulimie. Fick dich ins Knie! Ich hab Bulimie, Schubidubidu, die Bulimie! Bulimie, ich hab die Biber-Bulimie! Ich hab den Biber-Butzemann, die Bulimie, Baby! Ich hab die Bulimie, Bulimie, die Bulimie! Ich hab die Bulimie-Bulimie! Bulimie, die Bulimie! Hat nix mit Bullerei zu tun! Und auch nichts mit Buletten, denn wenn man dann eine Bulette frisst, ja, dann kommt 3 wieder raus. Entweder ist das Motivation oder Wahnsinn, aber wer weiß das schon so genau. Ich verteile 10 Punkte, macht 29. Kommen wir nun zu 4, Video- und Soundqualität. Als das Risiko immer offensichtlicher wird, wächst das Misstrauen der Brüder. Es beginnt Abschnitt 6, die Brücke.
Kapitel 1. Die Klosterschule. Ach, da bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätterkehren verdonnert? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Qualitativ auf jeden Fall ein Vorbild. Für Video- und Soundqualität bekommt er 20 Punkte, macht 49. Kommen wir nun zur 6., 7., 8. Überschriften, Beschreibung, Kanaldesign. Das Kanaldesign, die Ordnung und die Sortierung sind der Hammer. Alles perfekt. Das Besondere ist, Gronkh wechselt auch häufiger mal sein Kanaldesign. Alles ist ordentlich in Playlisten sortiert. Das erklärt, warum er 600.000 Abonnenten hat fast. Überschrift, Kanaldesign, Beschreibung, alles vorbildlich. Das sollte man ihm nachmachen. Natürlich nicht 1:1 ihr Lappen. Die Kittys klauen eh schon genug von Gronkh. Für die drei Kategorien kriegt er volle 30 Punkte. Macht 79. Kommen wir nun zur 9. Seriosität. Dann bin ich hier runtergelaufen und... Da muss man sich gerade mal schnell vorstellen, der ganze Sand hing oben in der Luft und ich sag so, ach Mensch, das habe ich auch noch nie gesehen, Sand, der in der Luft hängt, da baue ich mir mal ein Ding ab. Dann habe ich mir ein Kästchen abgebaut und auf einmal kam der ganze Strand hier runter und hat die ganze Höhle zugesifft. Ja, sah auch ziemlich episch aus, so episch es hier bei diesem Spiel eben aussehen kann. Und jetzt gibt es hier auch keine Zombies mehr, die sind uns nämlich alle hinterhergelaufen und verbrannt, aber leider muss ich dazu jetzt zugeben... Ich war zu blöd, auf Aufnahme zu drücken. Also ich habe Audio aufgenommen, die Kommentare waren alle super im Kasten. Aber ich habe bei Fraps nicht auf Start gedrückt. Und da sieht man mal, Gronkh, der Profi-Let's Player, das ist ja echt ein Hammer-Typ. Also er kann alles, aber die Wahrheit ist einfach, der Typ ist zu blöd zum Scheißen. Der kann nicht mal richtig auf eine Aufnahmetaste drücken. Das dürfte die perfekte Stelle sein, um die Seriosität von Gronkh in Beweis zu stellen. Denn wer sich selbst verirrt, der ist genial. Fakt ist, bei Gronkh hört man im Hintergrund keine fremden Geräusche, sonst irgendwelche anderen Personen. So sollte das aussehen. 10 Punkte. Macht 89. Kommen wir nun zur Auf- und Abwertung. Ich kann bestätigen, dass es sehr spaßig ist, nachts Gronkhs Videos anzugucken. Auch wenn man mal schlecht drauf ist, ist es immer eine Empfehlung wert. Für Atmosphäre, Ideenreichtum und sonstiges kriegt er noch 10 Punkte hinzu. Macht 99 Punkte. Warum er keine 100 hat? Es kann nur einen geben. Euer Master 3D.